Was ist passiert? Ich hatte einen Unfall. Du hast einen Motorradfahrer angefahren? Ja, ist er verletzt? Weiß nicht. Wie, ich weiß nicht? Ist er verletzt oder ist er nicht verletzt? Abgehauen. Was? Die Hintergründe bleiben zur Stunde noch unklar. Die Polizei geht von Fahrerflucht aus. Selbst wenn er aus dem Koma erwacht, er wird höchstwahrscheinlich unter schweren Folgeschäden leiden. Die Person, die du angefahren hast, das ist der Sohn eines Mannes, den ich vor ein paar Jahren zu einer sehr langen Haftstrafe verurteilt habe. Und das verändert alles. Zlatan je imao udes u komi. Der Boss eines serbischen Clans. Das sind sehr gefährliche Leute. Kriegsverbrecher, Drogendealer. Menschenleben bedeutet ihnen nichts. Sie dürfen nie erfahren, was wirklich passiert ist. Kako ti je to uradio? Molit će da može umreti. Das heißt, ab jetzt gelten Regeln, an die wir uns beide halten müssen. Wir dürfen mit niemandem darüber sprechen. Wir müssen uns zu 100% aufeinander verlassen können. Und ich muss immer wissen, wo du bist. Das Unfallopfer war ein Sailovic. Ich habe einen Plan. Ich weiß genau, was ich mache. Du hast den Verstand verloren, mich. Sich erwischen lassen. Sitzt jetzt in U-Haft. Wenn mein Sohn für die ins Gefängnis geht, dann gibst du mir nicht mit Almosen, daher hast du mich verstanden, du kleiner Bastard. Du sei cazzo di problema, capisci? Entrate. Du bist nichts. Ich sehe es als meine oberste Pflicht, in diesem Amt mit jeder Entscheidung stets schonungslos und gewissenhaft ins Gericht zu gehen. Und dafür, meine Damen und Herren, setze ich mich mit aller Kraft und ganzem Herzen ein.